Hi und herzlich willkommen wieder auf Björns YouTube-Welt. Heute schauen wir uns dieses neue Moodlight an. Früher gab es die Generation, das waren so schwarze Eier. Sie sind auch ständig umgefallen, wenn man nicht diese Halteschale oder diesen Ring auf den Tisch gelegt hat. Die waren halt nicht cool. Und sie hatten noch ein sehr großes Problem mit dem Anschluss. Und zwar hat damals das USB-C-Kabel, ich fand das ziemlich kurz. Und es hat auch nur, bei mir war das zumindest so, bei beiden Lampen, die ich hatte, da hat auch nur der originale USB-C-Stecker reingepasst, habe ich ein anderes genommen, da war irgendwie der Stecker zu kurz, Millimeter oder irgendwas, also das war zwar vom Leuchten sah es schön aus, aber alles andere empfand ich als Vollkatastrophe. Und gestern war ich bei Action und habe zufällig ein neues Moodlight entdeckt. Und hat gekostet 9,95 €, also 10 Euro. Es ist wieder von Action, von LST Smart Connect, wieder nur 2,4 GHz. Und ob das diesmal besser geworden ist, schauen wir uns jetzt mal auf meinen Unboxing-Tisch an. Legen wir mal los. Ja, Freunde, wie immer, LST Smart Connect, Smart Home Hausmarke von Action, Smart Mood Light, 5 Volt, 4,5 Watt, RGB, warmweiß, 3000 Kelvin und Lichtquelle soll 400 Lumen aufweisen. Wi-Fi 2,4 GHz, hier sehen wir das Smartphone mit so einem Farbrad und hier ist halt die Lampe, diesmal mit einem weißen Gehäuse, das andere war ja schwarz und sah deutlich kleiner aus, 200 Lumen. Ist jetzt nicht mega hell, aber auch nicht ziemlich dunkel. 360 Grad Abstrahlwinkel, RGB und warmweiß und hier Energieklasse G. Lasst euch da aber nicht täuschen, weil die EU hat uns das netterweise angepasst, damit alles noch sparsamer wird und so. Alle möglichen Sprachen, diesmal auch auf Rumänisch. Das ist neu, das gab es damals noch nicht. Einfache Verbindung mit 2,4 GHz, WLAN-Netzwerken, kein Hub erforderlich. Ändern Sie Farbe, Helligkeit und Helligkeit. Oder stellen Sie Szenarien, Zeitpläne über die LST Smart Connect App ein. Die Sprachsteuerung wird von Alexa und Google Home unterstützt. Jo, auf der Unterseite 25 Meter WLAN-Reichweite, also deutlich mehr als alle anderen. Lichtstreifen und so, die hatten sonst immer nur 10 Meter. WPA2, External Accessory Not Included. Verstehe ich nicht. Also WPA2 ist die Sicherheitsfunktion, externes Zeug ist nicht inkludiert, also nicht dabei. Power Supply, also Netzteil, 2 Meter USB-C Kabel, also ein Netzteil soll dabei sein, 2 Meter und USB-C Kabel, Output USB-C über 4,5 Volt, 4,5 Watt, 5 Volt DC, 1 Ampere, IP20 nur für den Innenbereich gedacht. Hier haben wir nochmal hier Farbe und 3000 Kelvin soll warm-weiß sein. 2 Meter USB-C-Kabel, Moodlight, also so ein Stimmungslicht. Und ja, auf der Rückseite sehen wir so kleine Informationen. Und zwar haben wir hier einmal den Weg zur App. Ich benutze aber eine andere App als die LST Smart Connect App. Einfach den QR-Code scannen und ihr bekommt die LST Smart Connect App. Ich verwende die Tuya App, weil ich auch andere Geräte von anderen Herstellern nutzen kann. Von der Einrichtung und von der Handhabung völlig identisch. Ihr könnt das Ganze über die App kontrollieren. Es hat eine Musikfunktion, CRI 80, dann 4,5 Watt, wenn es eingeschaltet ist. Standby ist nicht angegeben und ausgeschaltet soll das Ganze kleiner als 0,5 Watt sein. Standby, nichts angegeben, finde ich sehr suspekt. Ein Netzteil zieht ja trotzdem Strom, wenn es eingesteckt ist. Also würde ich da mal sagen, 0,5 Watt Standby ist jetzt auch nicht viel, aber dass es nicht angegeben ist oder nicht verfügbar ist, sehr komisch. 15.000 Stunden soll das Ding leuchten können. Die Anleitung ist auf allen Sprachen, Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Polnisch, Tschechisch, Italienisch, Slowakisch, Spanisch, Portugiesisch und Rumänisch enthalten. Sprache ist das eine, Inhalt dieser Anleitungen ist das andere, sind meistens sehr spärlich und nicht wirklich hilfreich. Alexa, Google Home und Siri Shortcuts. Siri Shortcuts habe ich euch schon mal gezeigt, wie das funktioniert. Hier müsst ihr die App jeweils von den Sprachassistenten öffnen, den Skill, hier in diesem Fall den LST-Skill, in meinem Fall ist es der Tuya-Skill, herunterladen in diesen Apps und mit eurer Anmeldedaten dieser App halt hinzufügen. Dann könnt ihr das auch über Sprache steuern.
Manchmal funktioniert es im Zeitraum nicht, manchmal funktioniert es, also da nicht so viel aufregen. Man muss immer sagen, so Preis-Leistung sollte schon stimmen, aber wenn es halt nicht funktioniert, ist es halt auch doof. Ja. Kauft auf jeden Fall versiegelte Pakete, nicht, dass ihr da hinterher was Defektes bekommt oder etwas, wo das Zubehör fehlt, hatte ich auch schon mal. Dann öffnen wir die Verpackung, wunderbar, keine Plastiktüte drum. Ja, das ist die Lampe. Dann haben wir hier wie immer unsere spärliche Anleitung und das Ladekabel. Ein Netzteil ist natürlich nicht enthalten. Wenn ich mir das jetzt nochmal hier auf der Verpackung anschaue, steht jetzt hier nochmal, weil, wo war das? Da stand doch drauf. Power Supply, ja, also ganz deutlich steht hier drauf, Power Supply und dann ein Komma, 2 Meter USB-C Kabel. Das heißt, mir wird hier gerade auf der Verpackung erzählt, dass ein Netzteil ja, dabei ist und ein 2 Meter USB-C Kabel. Also ihr seht ja selber, frisch aufgeschnitten, ein Netzteil ist nicht enthalten. Falsche Angabe auf dem Karton, das müsste dann da draufstehen, dass es nicht enthalten ist oder halt, dass das gebraucht wird, steht halt nicht drauf. Ja, ziemlich doof angebracht, sticht mir schon wieder hier ins Auge ein USB-C-Anschluss, der jetzt hier auf der rechten Seite ist. Das würde halt total billig. Komplett aus Plastik, hört sich auch billig an, ich hoffe es leuchtet wenigstens schön. Ich finde, dass der Anschluss schlecht angebracht ist, weil würde ich jetzt dieses Kabel hier reinstecken, ja, na, fängt schon gut an, ja, dann, auch wenn ich das dann hier so nach hinten mache und so, sieht das mega kacke aus, ja, warum hat man diesen Anschluss denn hier einfach hier hingemacht und dann wäre es doch tutti frutti. Keine Ahnung, wer das wieder eingekauft hat, wer sich da wieder gedacht hat, jo, das ist wahrscheinlich was Cooles. Naja, hätte man besser machen können. Ne? Man kann natürlich ein USB-C-Kabel bis zu einem gewissen Maß auch knicken. Ja, dann kann man das hier festtapen und dann würde man das ja fast gar nicht mehr sehen. Nur wenn ihr da jetzt halt so guckt und so. Naja, ist halt nicht wirklich gelungen. Meine Kamera von Canon ist auch nicht gelungen. Die stellt alles andere scharf, außer das Produkt. Auch sehr schön. Danke, Canon, dafür. Ja, Leute. Anti-Rutschefüße hat das Gerät nicht. Das heißt, ja, ich kann dazu schieben. Stabilen Stand könnte ich jetzt auch nicht behaupten. Da hätte man auch was anderes entwickeln können. Drei Tasten auf der Rückseite. Ein Aus, ein M wie Memory oder so. Ich weiß es nicht. Oder Menü oder Mode. Und dann haben wir hier noch Musik. Hier ist eine kleine Öffnung. Ich weiß nicht, ob hier ein Mikrofon enthalten ist oder nicht. Ihr seht selber, das Kabel ist eingesteckt. Diesmal ragt es ein bisschen hervor. Besser als beim letzten Mal, wo die ganzen Kabel halt nicht funktionierten. Ja, das hier ist die Leuchtfläche. Anderen Farbton als da. Hoffentlich funktioniert das auch. Ich weiß auch nicht, ob es warm wird. Naja, Anti-Rutschefüße hätte dem Ding wahrscheinlich keinen Abbruch getan. Na, hier unten halt so ein bisschen und da. Winkel kann man natürlich nicht einstellen. Irgendwie finde ich, das ist auch nicht eine Verbesserung zu dem Produkt, was wir letztes Mal hatten. Ja, stecken wir das Ganze mal in meine Tischsteckdose ein. Na, fängt schon gut an, fällt schon hin. Es leuchtet erstmal weiß. Warm weiß. Jetzt sollte das eigentlich auch blinken. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Beschreibung, für was diese Mini-Tasten auf der Rückseite sind. Drücken Sie A. Okay, A ist Ein- und Ausschalter, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Also ich schalte es ein und soll damit verbinden. Lassen wir mal so stehen. Dann Modus-Taste. Wechseln Sie zwischen weiß und 7 Farben. Okay, also M ist der Modus, da kann ich zwischen weiß und 7 Farben wählen, wenn ich drauf drücke. Und C ist die Musiktaste für den Musikmodus. Jo. Das ist einmal das eine, wenigstens schon mal eine kleine Info. Und wo sich der ja, missratene USB-C-Anschluss befindet, wird dort auch beschrieben. Ich hätte ihn wirklich eher darunter platziert. Naja, vielleicht wirklich mal nachfragen, wer dafür in diesen Abteilungen zuständig ist, weil ist es meiner Meinung nach schon das zweite Gerät, was jetzt nicht wirklich gelungen ist von LSC Smart Connect, was ich jetzt in der letzten Zeit getestet habe.
Sehr ärgerlich. Also es war mal eine Zeit lang deutlich besser. Hier ist ausschließlich nur Text- und Sicherheitsinformation. Wahrscheinlich, dass man damit nicht baden gehen darf. Konformitätserklärungen, die in der EU ja die Pflicht sind. Hier über den QR-Code bekommt er dann die App. Einfach LSC Smart Connect suchen. Ja. Und dann, wie er das Ganze verbindet. Also spärlich wie immer. Problem bei diesen Anleitungen ist halt auch immer, dass man ständig was in den App verändert, in den Apps verändert und es deutlich schwieriger wird, jedes Mal das Neueste ja, niederzuschreiben. Ne? Aber so ein bisschen könnte man da noch machen, ne? Weil meine Videos sind ja auch ein paar Jahre aktuell. Also, jetzt nehmen wir erstmal mein Smartphone. Wir starten diesmal die Bildschirmaufnahme und dann fügen wir mal dieses LSC Moodlight hier hinzu. Ich öffne dafür die Tuya-App, wie gesagt, eigentlich identisch mit dieser App, die wir hier haben, und gehen einmal ins Hauptmenü. Bluetooth ist auf dem Smartphone aktiviert und wir gehen jetzt hier auf Gerät hinzufügen. Geräteerkennung läuft. Wir sehen jetzt hier irgendwie das Gerät, dass es schon da ist. Er erkennt es und es läuft und es läuft. Ich weiß nicht, ob der das jetzt richtig findet oder nicht. Warten wir mal kurz ab. Ist es das, ist es das nicht? Es blinkt eigentlich, das heißt Kopplungsmodus. Wir drücken jetzt nochmal hier drauf, nämlich ziemlich lange. Mal schauen, was sich hier verändert. Guck mal, jetzt hat sich hier auch was getan. Hier oben an dem Kreis. Geräteerkennung läuft. Jetzt blinkt es langsam. Jetzt einfach mal hier auf hinzufügen. Oben WLAN-Name, unten Passwort von WLAN. Und dann wird das auch hinzugefügt. LSC Moodlight. Also ich muss sagen, es fühlt sich wirklich billig an. Und das ist so ein Material, was ich so ja, als sehr staubanziehend empfinde. Da ist schon der erste Staub drauf, ihr erkennen könnt. Ja, nicht cool. Ja, Skill seht ihr hier oben. Alexa hat das Ganze schon gefunden, weil ich den Skill installiert habe. Das steht im Büro, das Gerät. Wir können hier auch den Namen nochmal ändern, Raum hinzufügen, fertigstellen, unten auf fertigstellen tippen und dann sind wir schon im Gerät. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, Farbe oder Weiß einzustellen. Unten links schalten wir das ein und aus. Farbe können wir hier hell stellen. Dieses Rad, ich weiß nicht, es hat nur eine Farbe. Wieder hier Reklame. Ja, Farbe, wie ändern wir das? Man kann das hier so drehen. Okay, die Helligkeit können wir hier anpassen. Wir können aber auch ne, hier immer hin und her fahren. So, ne? Ist halt, naja, manche Geräte waren besser, was das Ganze angeht hier. Ich muss sagen, leuchten tut es schön. Die Oberfläche, wo es leuchtet, zieht mittlerweile auch schon den Staub an. Also sehr, sehr statisch das Gerät. Ich weiß nicht, ob man das hier erkennt, hier oberhalb von meinem dreckigen Fingernagel. Da sehen wir schon das erste Staubkorn. Jetzt, wenn ihr das natürlich länger liegen habt, als ich jetzt hier in meiner vorher geputzten Bude, weiß ich nicht, ob das cool ist auf Dauer. Das Material ist nicht so das coolste. Das ist rot. Wir können hier die ganzen Farben auswählen. Die sind hier alle so ein bisschen voreingegeben. Was können wir noch machen? Ja, auf die Glühbirne tippen. Da passiert nichts. Da sind wir wohl jetzt gerade. Dann haben wir Szenen. Und zwar nehmen wir jetzt mal die Szene bunt. Was passiert da? Natürlich, die Farbe ist natürlich schön, wenn es leuchtet. Ne, das ist jetzt eigentlich so ein knackiges Grün und so ein Blau. Ihr seht es an meinem Daumen, wie das da reflektiert. Die Kamera kann das halt auch nicht so gut wiedergeben. Ne, aber so von der Farbe her ist das schon mal okay. Ich meine, hier diese ganzen Szenen und so, die könnt ihr euch auch selber hier erstellen. Dann gehen wir mal aufs Plus und dann können wir hier einen Namen oben eingeben. Dann können wir hier einen Blitz machen und hier verschiedene Farben hinzufügen. Und da hier atmen können wir daraus machen. Dann können wir das Ganze mit der Geschwindigkeit anpassen. Wir können auch hier noch sagen, ja, mach mal hell oder dunkel. Ne? Ja, dann können wir hier oben auf retten, das heißt save auf Englisch. Und save heißt speichern, wenn man das wieder übersetzt. Ist halt so eine Sache. So, wir möchten stornieren oder irgendwas. Dann haben wir hier noch den Musikmodus. Schön finde ich hier, wir haben einmal wieder den Lokalbetrieb oder den App-Modus. Lokalbetrieb heißt, das funktioniert ausschließlich auch mit dem Gerät, ohne das Smartphone im Hintergrund mit der App laufen zu lassen. Oder halt hier dieser doofe App-Modus. Da muss aber halt auch immer die App laufen. Und wenn ihr das dann schließt oder das nach einer gewissen Zeit da beendet, dann beendet er auch diesen
Musikbetrieb. Das finde ich dann halt auch nicht so cool. Hier können wir so die Geschwindigkeit und die Empfindlichkeit und allen Kram anpassen. Hier haben wir so Favoriten, da können wir das selber machen. Jazz, klassisch, Stein und ja, das sind halt so Sachen. Wir können auch selber welche erstellen. Das ist schon mal sehr schön. Hier können wir planen, da können wir hier Timer stellen, also übrige Zeit nennen sie das hier. Dann können wir hier Einschaltverhalten, Wiederholungsspeicher, also das, was zuletzt war, erster Modus, Standardfarbe, ne? Also das ist auch schon mal ganz cool. Rhythmen, wir können das Gerät als Lichtwecker benutzen mit dieser App. Ne, wir können jetzt hier die Wochentage bestimmen, ja, dann können wir Rhythmen, ja, dann müssen wir das erstmal einschalten. Das kommt aber in Konflikt mit was anderem, mit was? Konflikt mit Countdown-Task. Habe ich jetzt hier einen Countdown-Task an? Eigentlich nicht. Ein Timer, Zählung abbrechen. Komisch, dass hier jetzt ein Countdown an war. Ein Rhythmen, ne? Da können wir jetzt hier das einmal einschalten. Da haben wir jeden Tag ausgewählt. Die, die wir nicht haben können, könnte man jetzt hier so farblich wegmachen. Da könnte man, ne, mit Aufwachen und Einschlafen könnte man das hier so auf, einstellen, komfortabel, ne? Da sind halt so Sachen, das passt sich wahrscheinlich auch ja, dieser Intelligenz mit dem Sonnenaufgang an. Drehen wir die mal runter. Naja, also das Material, also ehrlich, das ist echt doof. Dann haben wir hier noch Pläne, da können wir hier hinzufügen, Schlafplan, Wegplan, was haben wir hier noch, Planen. Hinzufügen, da können wir so einzeln was machen, Einschaltverhalten pro Tag ein aus. Was haben wir hier noch? Ja, und halt den Timer. Ja, das ist erstmal das eine. Einstellungen, was haben wir hier? Da können wir nochmal die Sprachassistenten mit den Skills einstellen. Die Geräteinfo, da haben wir wieder Netzwerkname, Signalstärke, Geräte-ID, MAC-Adresse und. Zum Einschalten, ja, da kann man wieder so smarte Dinge erstellen. Man kann Gruppen erstellen, ne? Wenn ihr jetzt noch zwei, drei Stück davon habt, dann könnt ihr die alle in einer Gruppe einbeziehen. Mit anderen Geräten scheint das wohl nicht möglich zu sein. Netzwerk jetzt, also da könnt ihr einmal so einen Check machen, ob das auch vernünftig verbunden ist. Ihr könnt das Gerät teilen mit euren Kindern, Eheleuten oder sonst was, falls ihr nicht alle Geräte freigeben wollt, damit zum Beispiel Videos aus Überwachungskameras nicht gelöscht werden und so. Wie das funktioniert, habe ich euch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Dann haben wir hier eine Offline-Notification, dafür muss das Gerät aber erstmal an sein, damit es überhaupt weiß, dass es offline ist. Feedback, ne, da können wir schreiben, wie euer Gerätmaterial ist doof, ne, aber das kommt dann nach Tuya, die diese App hier verwalten und die eigentlich auch diese Geräte produziert, weil das ist ja jetzt nur ganz simpel hier gemacht, ein Sticker diesmal in diesem Fall, den könnte ich jetzt hier sogar abziehen, nur so als Info, das wird dann da ganz einfach eingekauft, aufgeklebt und jo, hier habt ihr zum Startbildschirm hinzufügen. Das können wir machen, hinzufügen, Moodlight, dann haben wir das hier direkt liegen, da können wir da drauf gehen und dann haben wir dann direkt einen Zugang zu diesem Gerät. Ist nicht schlecht, ist eigentlich ziemlich cool. Updates könnten wir hier machen, ist aber aktuell die aktuellste Software. Gerät löschen, da können wir das einmal löschen aus der App oder löschen und alle Daten mit der Cloud löschen, wenn ihr das weiterverkaufen wollt oder so. Und dann ist das Gerät futsch. Jetzt werden wir das gleich nochmal hinstellen, mal schauen, wie sich das da verhält, wenn wir was anleuchten und so. Ne, jetzt gehen wir wieder hier drauf und fügen das mal kurz noch hier hinzu. Und dann schauen wir mal an, wie die Effekte so sind. Es ist zwar nicht alles schlecht an dem Gerät, aber so Kleinigkeiten machen es halt minderwertiger, als es vielleicht ist. Aber dieses Material, muss ich sagen, ist schon echt sehr staubanfällig, sehr statisch. Hier sehen wir es mittlerweile auch schon auf der Leuchtfläche. Ja, ich meine, wenn das jetzt in die Kamera leuchtet, dann sieht man es nicht. Aber hier sieht man schon direkt Staubanfälligkeiten. Ja, ist halt schwer einzufangen. Aber das Material ist halt ziemlich billig. Ich weiß nicht, also haben sie sich diesmal keine Mühe gegeben. Anti-Rutschefüße wären schön gewesen. Anschluss ein bisschen versetzen und zwar nach hinten. Dass, wenn man das dann hier so stehen hat, ne, das hat dann nicht, weil hier ist ja die Unterseite. Ja, also das ist schon echt doof. Ne, wieso? Wieso kauft man sowas ein und verkauft uns das dann anschließend? Ich sag mal, für 10 Euro kann man doch erwarten, dass dieser Anschluss statt hier hinten ist. Ne? Dann sollte man doch hinzufügen, dass kein Netzteil drin ist. Das wäre auch nochmal ganz schön. Anti-Rutschen-Noppen, die kosten jetzt auch nicht die Welt. Ja, die hätte man doch hier irgendwie auf eine flache Stelle anbringen können, weil das wird jetzt auch nicht einfach, hier selber welche drauf zu machen. Es ist ja vom... Ne? Also es ist auch nicht wirklich cool, es ist sehr instabil. Da hätte man die Füße noch ein bisschen nach hinten ziehen können oder so, ich weiß es nicht, aber das ist echt ein bisschen, ja,
das Billigste vom Billigsten. Also wirklich, Leute, da waren die Schwarzen, waren zwar auch nicht gerade cool, die schwarzen Moodlights, aber hier das Weiße ist jetzt halt, er hat wieder andere Schwächen halt, ne? Ja. Ich meine, die Schwarzen, die konnte man ja sogar noch ein bisschen einstellen mit dem Winkel und so, wie man sie gerne positionieren wollte. Hier kann man gar nichts einstellen, hier muss man auch Angst haben, wenn man jetzt hier den Knopf drückt und so. Ja, ist nicht schön. Also gibt bessere Optionen. Ja, also wir werden uns jetzt nochmal anschauen, wie das Ganze leuchtet. Und dann, ja, wie gesagt, macht euch eure eigene Meinung dazu. Ich erteile hier auch keine Kaufempfehlung. Das ist schon das zweite Produkt. Ich weiß nicht, was da im Moment los ist. Falls ihr euch für dieses Gerät interessiert, auch keine Kaufempfehlung. Video habe ich auch veröffentlicht, und schaut euch das einfach mal an. Leider das zweite Produkt, was ich diesmal gekauft habe, ohne Kaufempfehlung, dann waren sie eigentlich immer alle gut. Das sind auch gewisse Schwächen, die ich halt auch nicht toll finde. So, fangen wir mal an mit Ausleuchten und dann ist das Video auch schon vorbei. So, Freunde, ich werde jetzt das Gerät einschalten. Das steht hier, es ist eine weiße Wand, das sollte eigentlich schon mal gut sein. Und ich schalte jetzt mein Licht hier in diesem Zimmer einmal aus. Und dann probieren wir das mal aus, wie dieses Licht so leuchtet. Zack. Und das ist erstmal warm weiß. 70%, jetzt gehen wir auf 100% Helligkeit hoch. Und das ist ja schon mal ganz okay. Die Farbe. So, jetzt gehen wir einmal hier so die vorgegebenen Farben einmal durch. Rot, ziemlich dunkel. Orange, ebenfalls ziemlich dunkel. Also, findet ihr, das leuchtet genug? Also ich muss sagen, das ist schon ein ja, schlechteres Ergebnis als bei den anderen Leuchten damals. Gefällt mir nicht. Das ist ziemlich dunkel, schlechte Ausleuchtung, schlechte Helligkeit. Ich weiß es nicht, also ist nicht cool. Jetzt nehmen wir mal hier so, das heißt lecker. Das ist jetzt hier so eine Szene. Und sehr, sehr wenig Lichtausbeute, ziemlich dunkel. Nee, also beim besten Willen, nein. Also das ist echt vom Ergebnis her sehr, sehr miserabel. Wenn wir das jetzt nochmal als weißes Licht nehmen, ist es deutlich heller, sehr effektiv. Ne? Das ist eine gute Beleuchtung, aber das Bunte, nee, wirklich nicht. Also das macht keinen Spaß damit. Für dieses Geld hätte ich was Besseres erwartet. Ja, Freunde, hätte euch gerne was anderes erzählt. Also bis jetzt, ich war eigentlich ziemlich zufrieden, sehr oft mit den Geräten von Action. Aber die haben sie auch wieder im Vogel abgeschossen. Ne? Also es ist nicht schön. Jetzt drücken wir nochmal hier auf der Rückseite die M-Taste. Die sollte ja für den Modus sein. Ja, dann wird das hier halt warm weiß. Hier haben wir nochmal den Musikeffekt, damit das dann auch. Ne, das wird dann hier über das Gerät halt gesteuert. Ne, also so seht ihr es besser, wenn man nicht direkt in die Linse leuchtet. Hier schaltet man das auch aus. Nur wenn ich das jetzt hier so stehen habe, ja, ihr seht es, das sieht einfach scheiße aus. Ja. Wieso macht man dieses Kabel an der Seite? Was ist los mit euch? Ja, und dann möchte ich das hier so drücken. Ich muss ja Angst haben, dass ich das ja nicht direkt irgendwo runterhaue vom Nachtschrank oder so. Also Nachtschrank aufgrund dessen, weil sie ja die Möglichkeit erschaffen haben mit dem Gerät, dass man das auch als Lichtwecker benutzen kann. Würde ich das jetzt auf meinen Nachtschrank legen und meine 2x2 Meter Bettdecke ausschütteln, dann wird das wahrscheinlich durch die Bude fliegen. Also so viel dazu. Aber traurig. Also für 10 Euro auf jeden Fall Daumen runter. Warm weißes Licht ist schön hell. Das bunte Licht, ich weiß es nicht. Es ist dunkel. Kauft euch lieber Battle-Tron-Lampen. Habt ihr wahrscheinlich mehr Stimmungslicht als hiermit. Ja, ziemlich schade. Was soll ich dazu sagen? Ein bisschen mehr Mühe geben, in meinen Augen. Positiv hervorzuheben ist ja, ihr habt es geschafft, ein längeres Kabel beizulegen und den Anschluss so zu machen, dass man da auch möglicherweise andere Leuchten verwenden kann. Nur habt ihr das Problem jetzt hier geschaffen, dass das Ding sehr staubanfällig ist.
dass das Produkt nicht wirklich mit der Balance stimmt, dass es kacke steht und dass es kacke aussieht, wie das Kabel hier hängt und nee, sorry. Also, ich würde das auch wieder ganz schnell aus dem Verkehr ziehen. Ich weiß nicht, ob die Menschen damit glücklich werden. Das Material fühlt sich auch extrem billig an. Ich meine, wer sich das kauft, darf die Anforderung da wirklich nicht für 10 € hoch ansetzen. Nur habe ich damals, ich glaube, für 8 € die Stimmungslichter bekommen. Die hatten zwar auch so ihre Tücken, wie der misslungene USB-C-Anschluss damals. Und was war da noch? Ja, halt diese Ausrichtung mit diesem Ring. Aber man konnte es wenigstens ein bisschen ausrichten, nur ist das hier gar nicht möglich und da muss man Angst haben, dass man das Gerät halt umwirft. Ich glaube, die Ringe, die dabei waren, die waren auch noch in der Lage, dass ich glaube, die hatten noch so einen Schaumstoff drunter, dass das nicht rutschen konnte. Hier ist irgendwie gar nichts, das ist total rutschig, es ist nicht richtig austariert, sehr staubanfällig, sehr statisch. Naja, Helligkeit der bunten Farben ist auch so eine Sache. Ich meine, wenn man reinguckt, ist das schön und gut, aber eure LSC Battletron Leuchtkugel aus Glas leuchtet schöner und besser als dieses Produkt und preislich ist da nicht wirklich ein großer Unterschied. Ich finde es schade. Also, ihr habt gut angefangen teilweise mit den Produkten, aber irgendwie lasst ihr da im Moment nach. Ich weiß nicht, woran das liegt. Naja, und was ich halt sehr traurig finde, ist, dass ihr auf der Packung schreibt, dass da Kabel für mich enthalten ist. Also ihr habt das auch selber gesehen, was drin ist und was auch auf der Packung steht. Wenn ich mir das jetzt nochmal, wo war das? Wenn ich mir das hier nochmal zurechtsuche, Package Content, Moodlight und USB-C-Kabel 2 Meter, ne? Das steht ja hier auf der Seite. Aber wo war der andere Text? Muss man hier nochmal suchen. Und zwar hier eingerahmt, steht drauf, Power Supply, Komma, USB. Nein. Hier steht ja drauf, Power Supply, also Netzteil, Komma, 2 Meter USB-C-Kabel. Ja, also hier ist ein Komma, daher gehe ich davon aus, dass da ein Netzteil drin ist. Ja? Sonst müsste ja hier irgendwo stehen, dass das Netzteil ja nicht enthalten ist. Wenn ich jetzt hier drauf gucke, für weitere Informationen wenden Sie sich an den Behörden, Google dies, das, jenes, hergestellt in China. Hier steht nichts von Netzteil nicht enthalten, da nicht, da nicht. Ja, gut. Dann Ausgang ist ein USB-C-Kabel. Wenn ich dann davon ausgehe, dass ich jetzt hier ein Output habe, was hat denn alles ein Output, ein Netzteil? Weil das andere ist ja ein Input und wir brauchen 4,5 Watt, 5 Volt, DC, 1 Ampere. Also ich gehe ja davon aus, dass man da ein Netzteil eingelegt hat in den Karton, sonst wäre ja hier eine völlig andere Information enthalten. Hier Package Contents, klar. Da steht was anderes, da steht das jetzt halt nicht aufgeführt. Nur wenn ich das hier lese, wo auch die anderen technischen Angaben stehen, wie WLAN-Reichweite, dann gehe ich davon aus, dass dort ein Netzteil enthalten ist. Ja, es wird nirgendwo mit keinem Wort nicht erwähnt, dass es nicht enthalten ist, sondern für mich suggeriert, dass es ist eins enthalten. Da hätte man schreiben können, Power Supply, Doppelpunkt, die ganzen Dinger hier und dann nochmal not included. Das müsste dann da stehen. Und dann wäre es für mich ersichtlich, es wäre nicht dabei. Gut. Ich sag mal, für 10 € hat man mittlerweile sehr oft das Problem, dass die den Apple- und Samsung-Weg gehen, dass dort Netzteile nicht mehr enthalten sind. Da bekommt man bei Action natürlich günstig welche. Ziemlich doof ist es aber, wenn man sich das durchliest, weil ein Kind sich das möglicherweise wünscht fürs Gaming-Zimmer oder wie auch immer. Das Ganze einpackt, also mit Geschenkpapier, das Kind packt es aus und dann hat man das Problem, jo, die Oma hat aber jetzt gerade kein USB-Netzteil da, weil die Oma ist 80 und hat nichts mit USB zu Hause. Das Kind kann es also nicht einmal ausprobieren. Ne? So viel dazu. Netzteil kostet jetzt wirklich nicht die Welt, aber ein bisschen Schrift ergänzen kostet auch nicht die Welt. Super. Ich danke euch fürs Einschalten. Abonnieren ist bisher auf YouTube kostenlos. Produkt ist selber gekauft. Deswegen kann man auch mal hier so hartes Feedback geben. Action, nacharbeiten. Auch in diesem Fall wäre das schön, wenn ihr euch da mal mit eurer Einkaufsabteilung mal ein bisschen zusammensetzt und ein bisschen überlegt, was haben wir denn da jetzt falsch gemacht. Das ist eine ganze Menge. Ein bisschen Schrift auf dem Karton.
bisschen anderes Material und es ist ja so, ihr wollt ja, dass die Kunden ja auch zufrieden sind und wiederkommen. Hier haben wir halt das übliche Action-Problem, dass das nur nach 8 Tagen, also innerhalb von 8 Tagen möglich ist, so ein Produkt zurückzugeben, wenn es, so wie in diesem Fall, grober Murks ist, was es in diesem Fall natürlich ist, weil ein Mutleid mit so einer schwachen Leuchtleistung habe ich selten erlebt. Die alten waren besser, gibt es aber leider nicht mehr. Genauso wie hier nochmal zur Erinnerung, 5 Meter LED Smart Strip Finger weg. Das ist diese Verpackung ohne diesen Controller, weil den haben sie nicht abgelichtet, weil er nämlich auch Murks ist. Und da sind halt noch ein paar andere Probleme. Also ich weiß nicht, was da im Moment los ist. Bisher hatte ich nur einmal ein Problem in Action, und zwar war das mein allererstes LSC-Video, wo mir da ein durchgebrannter Stecker als Neuware verkauft wurde und ich dann doppelt und dreifach hin durfte und ja, war halt nicht cool. Haben sie zwar anstandslos umgetauscht, offensichtlich defekte Geräte ins Regal zu räumen, ist halt nicht cool. Und dann offensichtlich so einen Mucks verkaufen, finde ich halt auch nicht cool. Ja, geht halt besser. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wäre das mein Unternehmen und ich würde so ein Feedback bekommen über solche Produkte, ich würde denjenigen in der Einkaufsabteilung mal antanzen lassen und den einfach mal grob fragen, guck dir das mal an und was sagst du dazu? Klar, 10 Euro sind nicht viele Scheine und so, ne? Nur wenn man jetzt zweimal hintereinander ein negatives Feedback von solchen Produkten bekommt, wobei ich sagen muss, hier ist der Preis für 20 Euro für 5 Meter ziemlich überzogen, weil die 10-Meter-Variante oder 2x5-Meter-Variante war deutlich besser in der Verarbeitung, Funktion und Haltbarkeit und Installationsmöglichkeiten. Ne? Hier klebt das Klebeband auf der Schutzfolie und man zieht es dann einfach ab und so. Ist halt nicht cool beim LSC-Stripe hier, 5 Meter. Dann haben wir hier was ohne Rutschefüße, statisch aufgeladen, Leuchtleistung, Kacke, USB-Anschluss, Mist, kein Anti-Rutsche-Pad angebracht, keine Gewichte eingelegt, muss ja jetzt nichts Hochwertiges sein, nur dass das Ding stabil stehen bleibt, wenn man mal die Bettdecke ausschüttelt, wenn man schon als Lichtwecker anbietet. Ja, Netzteil nicht dabei, auf Verpackung kein Wort dazu, aber suggerieren, es wäre eins drin. Ist alles so ein bisschen krass und denjenigen, der dafür verantwortlich ist, dem würde ich mal ein bisschen Nachhilfe geben in, ja, wie macht man ein Produkt ansprechender für den Kunden, sodass er jetzt das nicht wieder einpackt und zurückkommt und uns das zurückgibt, weil viele Rückläufer sind halt auch nicht wirklich so der Knaller, weil man möchte es ja verkaufen und nicht immer eine Rückläufe haben. Ja. Leider ist das ja auch der Fall mit 8 Tage Umtausch. Das ist nicht immer so die coolste Lösung. Das spricht sich auch mit der Zeit rum. Und wenn man den Leuten so einen Murks verkauft, dann hat man ganz schnell das Regal geleert, aber dann den Rollwagen für die Retour wieder gefüllt. Ist halt nicht cool. Ja, mehr möchte ich dazu auch nicht sagen.